Davon TM kann ich auch genauso. Dann fährst du mit ihm mit dem TM hoch, dann könnt ihr einweisen und im Notfall, wenn er da noch irgendwas habt, übernehmen. Ja. Ja? Gut. Dann machen wir so. Sind wir nicht schon oben? Fünf junge Kletterer hielten am Nachmittag Feuerwehr und Polizei in Iserlohn-Lettmarth in Atem. Sie waren in einem alten Steinbruch bei Pater und Nonne hoch hinausgeklettert und saßen später in der Felswand fest. Eine dramatische Rettung begann, zu der auch die Berufsfeuerwehr Dortmund mit ihrem speziellen Hürdenrettungstrupp angefordert wurde. Neben den Kletterspezialisten hatten die Dortmunder Feuerwehrmänner auch einen Teleskopmasten mit dabei, denn die Drehleiter der Feuerwehr Iserlohn hätte für diese Höhen nicht ausgereicht. Besondere Eile bei der Rettung der Jugendlichen war geboten, da einige von ihnen Diabetiker sind und Medikamente benötigen. Durch Abseilen von oben und den Einsatz des Teleskopmasten von unten konnten die jungen Bergsteiger schließlich aus ihrer misslichen Lage befreit werden. Gegen 13.26 Uhr wurden wir alarmiert, dass mehrere Kinder in einem Steinbruch die Wand raufgeklettert sind. Vor Ort stellten wir fest, dass sich also fünf Kinder an unterschiedlichen Orten in dem Bereich des Steinbruches befanden. Daraufhin haben wir die Höhenrettungsgruppe der Berufsfeuerwehr Dortmund alarmiert. Die sind ebenfalls mit einem Teleskopmast alarmiert worden, um die Kinder aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Zwei Kinder wurden dem Rettungsdienst übergeben und bereits ins Krankenhaus transportiert. Drei weitere Kinder werden zurzeit noch aus ihrer misslichen Lage befreit.